Kurz nach 10:30 im Olympiahafen Schilksee. Promi-Time. Kein geringerer als Hollywood-Star Ralf Möller ist gekommen, um den Segelsport einmal hautnah zu erleben. Nachdem er sich seine Segelmontur angezogen hat, geht es auf die Waage. Denn das Gewicht auf dem Schiff ist streng reguliert. Ich bin drauf und zwei Mann sind runter. Ich habe halt ein Gewicht jetzt im Moment hier mit den Sachen zusammen von 123, ne? Ja. 123 Kilo und ja, das ist ein ganz schönes Gewicht, sagen wir mal so. Und von daher bin ich dann der 13. Eigentlich der 12. und der 13. Mann, weil zwei mussten ja gehen. Also muss ich auch doppelt so viel arbeiten. Geil. Wenige Minuten später geht es aufs Wasser. Die TP52 All for One hat die Segel bereits gesetzt und ist vor Schilksee unterwegs. Für Ralf Möller heißt es deshalb noch ein bisschen warten. Warten, bis er gleich gemeinsam mit Segelikone Jochen Schümann ins Rennen gehen wird. Dann ist es soweit, Olympiasieger neben Hollywoodstar. Jochen Schümann und Ralf Möller gemeinsam in einem Boot. Nach kurzer Eingewöhnungsphase darf Möller selbst ran. Natürlich immer unter den Augen des Profis. Erstmal hier neben Jochen zu sitzen, ne? Das ist ja, als wenn mich Franz Beckenbauer jetzt ins Nationalteam berufen hätte für 10 Minuten oder 20 Minuten. Wir gehen da gleich eine Dreiviertelstunde drauf. Und ja, ich freue mich natürlich riesig. Für mich das erste Mal, dass ich hier überhaupt jetzt selbst mal hier so einen Segler beherrsche. Sagt man das einfach? Steuern, ne? Steuern sagt man. Ne? Nicht fahren hier, ne? Nicht fahren, steuern. Und das ist schon ein großes Erlebnis, auf jeden Fall. Ich habe Ralf schon öfter getroffen und natürlich unendlich auf dem Fernsehen gesehen. Also ist super, dass er hier ist und ich glaube, das macht hier genau die Kieler Woche aus. Dass es nicht nur ein Segel-Event ist, sondern sagen wir, überhaupt eine Bühne für den Segelsport. Und so, offensichtlich gibt es auch Leute, die sich so für Segel interessieren. Super, dass er hier ist. Beim Rennen gibt der 1,97 Meter Hühner alles, setzt seine 121 Kilo Kampfgewicht und die Kraft voll ein. Der Kurs Möller stimmt? Der Kurs Möller stimmt hier. Ne? Das Team Schümann-Möller immer unschlagbar jetzt heute in den letzten Jahren. Allerdings, souverän segelt die All for One als Erste über die Ziellinie. Ralf Möller überglücklich, allerdings auch mit leichten Blessuren. Ich war so energiegeladen und so konzentriert auch. Das muss man auch. Man hat dann auch schon mal ein paar Ruhephasen, aber sobald es losgeht, muss man sofort da sein. Man sitzt gerade, dann kann es schon wieder sein, dass man wieder raus muss und schon wieder arbeitet. Und ja, das war jetzt, aber das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein gutes Gefühl, weil man auch wirklich ein Teil des Teams ist. Und das ist das Faszinierende. Hollywood auf der Kieler Förde, Ralf Möller auf der TP52. Ein Rennen, ein Sieg und für die Stammcrew aber wohl noch viel mehr für den Gladiator. Ein wohl unvergesslicher Tag auf der Kieler Woche.